Hey, ich bin Danny Rand. Ich war sehr lange weg. Los, Junge, du hast hier nichts verloren. Oh, hey, halt, ich bin Danny das Rand. Das ist er also, der vierte Defender, der bald mit dem Rest der Heldengang von Netflix auf Schurkenjagd geht. Was Marvels Iron Fist kann? Richtig dolle zuschlagen natürlich. Außerdem ist er ein echt voll entspannter Buddha-Fan. Liegt's daran, dass es hier so gemächlich zugeht? Verglichen mit Daredevil, Jessica Jones und Luke Cage bleibt die Eisenfaust jedenfalls ein wenig blass. Ich bin gehackt worden. Wer ist Julia? Ich kenne keine Julia. Ja, aber wie kommt es dann auf unser Tablet? Hallo Lukas. Wer sind Sie? Stell dir einfach vor, ich bin Gott. Matthias Schweighöfer hat als Produzent, Regisseur und Hauptdarsteller die erste deutsche Amazon-Serie gedreht. Und was für eine. In You Are Wanted spielt er einen jungen Manager, der von einem perfiden Cybergangster gehackt wird. Und ab da verwandelt sich das einst so schöne Leben von Lukas Franke in den reinsten Albtraum. Heraus kommt ein Thriller von internationalem Format, der endlich mal wieder zeigt, Matthias Schweighöfer kann viel mehr als launige Romantic-Comedies. Starkes Teil. Nathalie. Ich habe eine andere Frau kennengelernt. Und ich dachte, du liebst mich ewig. Wir wollten dir ein paar Vorschläge zur Überarbeitung deines Schulbuches machen. Hier mit einer moderneren, aggressiveren Aufmachung? Das sieht aus wie eine Haribo-Werbung. Manchmal habe ich das Gefühl, uns Frauen ab 40 kann man einfach auf den Müll werfen. Du wirst bestimmt ganz schnell wieder jemanden finden, glaub mir. Die großartige Isabelle Huppert gerät in dem wundervollen Porträt alles, was kommt, unvermittelt in eine Lebenskrise und bringt den Mut auf, sich selbst neu zu entdecken. Fesselnd, subtil, absolut sehenswert. Das französische Drama ist nicht weniger als ein Meisterwerk. Haben Sie schon einmal daran gedacht, Modell zu stehen? Die hast du bestellt? Sie kommen doch zum Aktstehen. Das ist meine Schwester. Du zeichnest die nackt? Künstler-Biopics sind derzeit schwer in Mode. Jetzt wird einem der bedeutendsten österreichischen Künstler überhaupt ein filmisches Denkmal gesetzt. Egon Schiele war ein Star der Wiener Moderne, seinerzeit galt er aber auch als ziemliche Skandalnudel, weil er nämlich am liebsten nackte Frauen malte und es überhaupt recht wild trieb in seinem kurzen Leben. Sehr unterhaltsam und trotz der vielen Nackerten erstaunlich unerotisch.